Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, sagt Christus in Matthäus 7. Bedeutet das etwa, dass Gläubige sich nicht mehr korrigieren und ermahnen dürfen? Ist nun ein Gläubiger völlig immun und unantastbar in Bezug auf Korrektur und Ermahnung? Und ist jede Korrektur und Ermahnung, die die Gläubigen tun, gleichzusetzen mit dem Richten in Matthäus 7? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Wir haben auf der einen Seite die Aussage von Christus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und auf der anderen Seite sehen wir beim Apostel Paulus, dass er immer wieder die Gläubigen ermahnt. Und auch die Gläubigen werden aufgefordert, sich gegenseitig zu ermahnen und zu korrigieren. Stehen nun diese beiden Dinge in einem Widerspruch oder wie ist das zu verstehen? In Matthäus 7 sehen wir eine Person, die ihren Nächsten oder auch Mitgläubigen richtet. Aber dieses Richten hat drei Merkmale. Zum einen ist diese Person selbst fehlerbehaftet, schuldig, sündig. Diese Person hat vielleicht selbst eine große Sünde oder einen großen Fehltritt begangen. Das wird hier bezeichnet mit diesem Balken im Auge. Aber zweitens ist diese Person völlig blind für die eigenen Schulden, für die eigene Sünde, für die eigenen Fehltritte, ist völlig blind, sieht aber drittens völlig ungerechtfertigt diesen kleinen Splitter, also diesen kleinen Fehltritt oder diese kleine Sünde des Nächsten, ist also völlig fokussiert auf die Fehltritte des Nächsten. Das sind also diese drei Kennzeichen dieser Person. Deshalb bezeichnet Jesus Christus diese Person als Heuchler. Es geht hier also nicht um ein Ermahnen und ein Korrigieren, sondern es geht hier um ein unangemessenes, heuchlerisches, unangebrachtes Richten, Verurteilen des Nächsten. Das ist hier gemeint. Nun, was sollte der Gläubige tun? Was sollte diese Person tun? Diese Person solle sich einem Selbstgericht unterziehen, sollte also zunächst den eigenen Balken aus dem Auge nehmen, das heißt die eigenen Fehltritte bekennen, die eigenen Sünden bekennen und umkehren davon, um dann fähig zu sein, den Nächsten zu korrigieren, zu ermahnen. Wenn die Person das nicht tut, wird die Person eine Konsequenz davon tragen, und zwar wird die Person selbst ein Urteil empfangen über diesen Balken, und zwar von Christus selbst am Richterstuhl Christi. Hier geht es nicht darum, dass der Gläubige wieder verloren gehen kann, sondern hier geht es darum, dass die Gläubigen am Richterstuhl geoffenbart werden vor Christus und dann auch Belohnung bekommen oder auch nicht. Das ist die Konsequenz. Und diese Person wird auch hier ein vollkommenes Urteil empfangen über diese Selbstgerechtigkeit und auch über diesen Balken, also über diese eigene Sündhaftigkeit und über die eigenen Fehltritte, wenn diese Person sich keinem Selbstgericht unterzieht. Also das ist hier gemeint. Es geht um ein selbstgerechtes, unangebrachtes und heuchlerisches Verurteilen des Nächsten. Ganz anders ist das gemeint mit Ermahnen in den Briefen. Wenn Paulus uns dazu auffordert, uns gegenseitig zu ermahnen, dieses Wort ist auch oft gleichzusetzen mit erbauen. Also das Ziel der Ermahnung in der richtigen Art und Weise, wenn es angebracht ist, hat immer das Ziel der gegenseitigen Erbauung. Und dazu werden die Gläubigen natürlich aufgefordert. Und die Gläubigen werden auch aufgefordert, tatsächlich Böses zu richten, wenn es angebracht ist. Eine Gemeinde muss auch Böses in der Gemeinde richten, also verurteilen und beseitigen. Und auch unter Umständen die Gläubigen untereinander müssen Böses richten, wenn es angebracht ist, in der richtigen Art und Weise. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diesen Vers besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an.